Können wir denn bei einem Richter davon ausgehen, dass er in der Lage ist, unabhängig zu denken? Grundsätzlich ja, in der Praxis in Deutschland gegenwärtig nicht, denn die Zwänge des Systems engen ihn ein. Wir haben keine Volkshoheit und keine Gewaltentrennung. Es fehlt die Richterwahl auf Zeit durchs Volk, die allein gewährleistet, dass der Richter dem natürlichen Rechtsempfinden des Volkes folgt. Der Richter wird ernannt von dem Justizminister. Der Justizminister ist selber identisch als MDL, sodass er also mit der Legislative zusammenfällt. Wir haben also hier mit Justizminister als Abgeordneter, Justizminister als Exekutive und Justizminister als oberster Boss und Richterbesteller die Vereinigung der drei Staatsgewalten, Legislative, Exekutive und Judikative, in einer Person. Also alles andere als Gewaltenteilung? Ja, das ist das Gegenteil von Gewaltenteilung. Das ist, was selbst Montesquieu sich nicht in seinen schlimmsten Träumen hätte vorstellen können. Das ist die Gewalteneinheitstyrannis. Noch ergänzt um den Caesaropapismus, das heißt die Herrschaft des Staates über das Denken der Menschen. Caesar plus Papst zusammen als Gewalteneinheitstyrannis ist die schlimmste Herrschaftsform, die es gibt. Der Richter hat kein natürliches Rechtsempfinden mehr, systembedingt, obwohl er als Mensch dazu natürlich zweifellos geeignet wäre. Ich habe hervorragende Leute kennengelernt, die also im privaten Gespräch, ähnlich wie Fasel auch sagten, also hier läuft was schief, ich kann es nicht ändern, ich bin nun mal hier, muss mein Brot verdienen und meine Familie ernähren. Aber diese Systemmängel der Justiz behindern die Rechtsprechung. Das heißt, der rechtssuchende Bürger findet keinen rechtsprechungsfähigen Richter vor. Denn es ist irrational, also denkgesetzwidrig, anzunehmen, die rechtsstaatsbegründenden Voraussetzungen, Volksheit und Gewaltentrennung, könnten real auch fehlen, ohne dass der nur mit ihnen mögliche Erfolg rechtmäßiger, verfassungsmäßiger Rechtsprechung ausbliebe. Wir haben es einfach hingenommen, dass die politische Bildung sich derart eingeschlichen hat, dass wir nicht mehr an unsere Bindungen kommen können. Ja, eigentlich haben wir die Bindungen. Wir werden nur dieser Bindungen beraubt durch ein fehlgeleitetes Erziehungssystem und vor allen Dingen eben auf dem Bereich politische Bildung und Frühsexualisierung, Frühdigitalisierung, was alles dazu gehört, und Entwurzelung. Selbst Stalin, der ja als Diktator bekannt ist, hat diese Globalisierung mit dem Stichwort Bezrodny Kosmopolit, wurzelloser Weltbürger, kritisiert. Wir brauchen gar nicht immer auf unsere bösen eigenen Vorbilder zurückzugreifen. Wir finden das überall. Die Kritik ist normal, natürlich, ergibt sich aus den Zuständen, wie wir sie erleben. Man muss nur unbefangen sein und darf sein Denken nicht einzwängen lassen durch irgendwelche Ideologien, die schon in der Schule verbreitet werden, schon im Kindergarten verbreitet werden. Jetzt schreie ich einfach mal Hilfe, ich will das nicht. Ja, Bürgerinitiative, Volksbegehren, nur das ist die einzige Gegenwehr gegen diese caesaropapistische Gewalteneinheitstyrannis.